Ja, in diesem Video schauen wir uns Aufgaben an, die Sie auch ohne Unterlagen lösen müssen. Fangen wir auf mit Aufgabe 4 vom Wintersemester 14/15. Aufgabenstellung: Ermitteln Sie das Bemessungsmoment MEDS für den dargestellten Stahlbetonbalken, der durch ein Biegemoment und eine Normalkraft belastet ist. Wenn Sie die Formel nicht im Kopf haben, kann man die sich relativ schnell und einfach herleiten. Wenn wir jetzt Summe aller Momente um diesen Punkt hier bilden, also Summe aller Momente um das x muss 0 sein, dann haben wir einmal das MED. Wir machen jetzt, drehen jetzt mal so rum positiv. Dann dreht das NED in entgegengesetzter Richtung mit dem Hebelarm ZS, also mal ZS. Und das MEDS, das dreht auch in gegengesetzt, also minus MEDS. Gut, damit haben wir dann, wenn wir das umstellen, MEDS ist gleich, so gleich 0 noch, MEDS ist gleich MED minus NED mal ZS. Dann setzen wir ein. 80 minus 40 mal 0,25, ja, alles in Kilonewton und in Meter. Und dann bekommen wir 70 Kilonewton Meter raus. Okay, dann nächste Aufgabe, Aufgabe 8 vom Wintersemester 14/15. Berechnen Sie die mitwirkende Plattenbreite für den unten dargestellten Plattenbalken. Wie Sie sehen, die Formel für B-Effektiv, die müssen Sie nicht auswendig wissen. Ja, die geben wir dann vor. Gut, fangen wir an. B-Effektiv 1. Gucken wir uns die linke Seite an. Das ist dann 0,2 mal BI. In dem Fall 0,65 Meter plus 0,1 mal L0. L0 ist 6 Meter. Kommt 0,73 Meter raus. Das muss kleiner sein als die 0,2 L0. Also 0,2 mal 6 sind 1,20 Meter. Und kleiner sein als das vorhandene BI. Das ist in diesem Fall 0,65 Meter. Also sind hier die 0,65 Meter maßgebend. Dann das B-Effektiv 2. Das ist die rechte Seite. Dann haben wir nicht 0,65, sondern 1,5 plus 0,1 mal 6. Sind wir bei 0,90 Meter. Und das muss wieder kleiner sein als 1,2 und kleiner sein als die 1,50 Meter. Und dann ist hier die 0,9 maßgebend. Und damit bekommen wir dann ein B-Effektiv, einfach Summe der einzelnen B-Effektivs, also 0,65 plus 0,90 plus das BW 0,25 und dann haben wir 1,80 Meter. Okay, warum ist denn eigentlich überhaupt hier in der Formel das L0 mit drin? Ja. Es ist so, wenn wir uns jetzt von oben drauf schauen, jetzt der Plattenbalken, hier ist der Unterzug und die Kraft drückt hier. Dann ist es ja so, dass die Kraft sich erstmal hier in die Platte verteilen muss. Ja. Wenn das nicht 6 Meter lang wäre, sondern vielleicht nur 1 Meter, dieses Stück, dann hat die, kann sich die Kraft gar nicht in die Platte verteilen und deswegen ist das Mitwirken, die mitwirkende Breite hier natürlich viel kleiner, als wenn ich hier an dieser Stelle gucke. Ja. Okay, dann schauen wir uns die Aufgabe 11 von Wintersemester 17/18 an. Berechnen Sie für den durch eine zentrische Zugkraft belasteten Stahlbetonbalken den Bauteilwiderstand NRD. Überprüfen Sie, ob die einwirkende Normalkraft NED aufgenommen werden kann und ermitteln Sie die vorhandene Spannung sowie die Dehnung im Betonstamm. Also, als erstes sollen wir NRD bestimmen. Wenn wir eine Zugkraft haben, wirkt nur der Stahl mit. Wir wissen, ich schreibe es mal kurz schon mal auf, Sigma, also wenn wir nur eine Normalkraft haben, ist Sigma gleich N durch A. Und wenn wir jetzt N bestimmen wollen, ist es Sigma mal A. Also AS mal und die maximal zulässige Spannung ist FYD, deswegen AS mal FYD. AS ist 15,7 oben und unten, deswegen mal 2. Und dann müssen wir noch in Quadratmeter umrechnen, deswegen mal 10 hoch minus 4.
Und dann machen wir mal 435 Meganewton pro Quadratmeter. Und dann haben wir 1,366 Meganewton. Und das ist größer als die einwirkende Kraft von NED 1,2 Meganewton. Okay, dann sollen wir die vorhandene Spannung berechnen. Das ist 1200, ist die Normalkraft. Und die Fläche sind 15,7. Also 2 mal 15,7 kommen wir auf 38,22, oben in Kilonewton eingesetzt, unten in Quadratzentimeter und in Newton pro Quadratmillimeter umgerechnet sind das dann 382,2 Newton pro Quadratmillimeter. Gut, dann sollen wir noch die Dehnung bestimmen. Ich hoffe, auch diese Formel ist Ihnen bekannt. Sigma ist gleich E mal Epsilon. Falls Sie in der Klausur sitzen und Sie kommen auf diese Formel nicht, Sigma gleich E mal Epsilon, dann vielleicht mit so einem Bildchen bleibt das ja immer besser im Kopf, wenn wir so eine Spannungs-Dehnungsbeziehung aufstellen und von einem linearen Material, dann sieht das ja so aus. Und was wir hier haben, ist, wenn wir das Steigungsdreieck einzeichnen, ist das hier das E-Modul. Ja? Das heißt, die Steigung ist E und deswegen steht hier Sigma ist gleich Steigung mal die Dehnung, weil auf der Abszisse hier unten steht ja die Dehnung. Deswegen Steigung mal Dehnung und hier geht es durch 0. Ja? Das ist also die Geradengleichung von dieser Geraden. Ja? Okay, dann stellen wir das erstmal um. Wir wollen ja die Dehnung ausrechnen, also Epsilon ist gleich Sigma durch E. Und damit haben wir dann 382,2 Newton pro Quadratmillimeter durch das E-Modul von 200.000 Newton pro Quadratmillimeter. Und dann haben wir eine Dehnung von 1,91 Promille. Ja, also da kommt 0,00191 raus und dann in Promille 1,91 Promille. Okay, Sie haben gesehen, Sie müssen auf jeden Fall zwei Formeln kennen. Das ist einmal Sigma gleich N durch A. Ich glaube, das ist, ne, dass die Spannung gleich Kraft durch Fläche ist, aber das ist eben klar. Und Sie müssen das Hooke'sche Gesetz, Sigma gleich E mal Epsilon, entweder auswendig wissen oder Sie merken sich das hier mit dem Diagramm, das ich rechts dargestellt habe.